Chronometer, Barrierszwiebel, keine geht mehr, wie es ist gekehrt. Von diesen armen Kindern kommen, weiss, wie viel in Schulze spult. Und wenn es heisst, der Zug genommen, rennt man sich oft halb zu tot. Diese Bahn tut halt nicht warten, wird auf die Berliner rückgericht. Und gerade so mit diesen Extrafahrten ist es eine ganz verdreckte Geschichte. Die alten Mamen kommen selten in die Kirche, rechts der Masse. Und Verliebte hört man schelten. Warten lohnt, das sei nicht nett. Türen machen, kommen Geschichten, alle haben schon Gröhe hoch. Die Leute tun die Tür nach der Kirche einrichten. Heute geht sie nach und morgen vor. Protestantische Kirche tut schleien, Leute genügen, dass jeder hört. Aber leider müssen wir es gleichen, gerade das gehört er verwehrt. Altersschwach und ausgeludelt. Bald zu früh und bald zu spät, 1000 Jahre hat die getrottelt. Die verdienen doch das Gnadenbrot. Und die anderen kleinen Uhren, die sonst in der Stadt noch stehen, tun sich noch den Rang abstreiten. Welche darf am schlechtesten gehen? Der Schweizer Uhr lässt zuerst sich hören. Seit bald 300 Jahre. Ordnung kann man die nicht lehren. 10 Minuten trabt sie vor. Die Uhr von der katholischen Kirche geht, grad, wenn der erst will. Stoppt er sie, nur als wieder geht sie, dann nicht, wann er steht so still. Durch die Dunkelgasse hat es viele Netter mit der neuen Realschulür. Der richtet sich nach Wind und Wetter, macht der Nachbar ein Lebensuhr. Auch die Spitalür öfters stolpert, dann dort gibt es schmale Kost. Erst das Letzte, da ist's passiert, da ist sie fast ganz eingerutscht. Aber neben ihr flinkt wie ein Begel, doch mit Andacht und Vernunft klimpert das neue Schulhausglegel als Nestgüter von der Zunft. Es gibt auch elektrische Uhren, in Melüse, Metz und sonst, doch bei uns kann es ewig dauern, so ob's kaufen wäre Kunst. Brüche mir du große Schlösser, Luxusbeute, sonst erwisch. Gute Uhren werden besser. Wisst mir doch, welche das ist.